Das Reisewelt 24 Urlaubsmagazin. Der Erlebnis-Podcast mit Radio Schwaben. Präsentiert von reisewelt24.com. Schöne Blumen, schöne Tulpen gibt's in Holland, aber die Blumeninsel blüht das ganze Jahr. Heute geht's nach Madeira. Nach Madeira, die Insel der Sissi. Hallo zusammen. Hier ist das Reisewelt 24 Urlaubsmagazin mit Andrea Stetter und Markus Gink. Ein wunderschönes Reiseland haben wir heute für euch ausgesucht. Andrea Stetter bei mir im Studio. Es geht nach Madeira. Madeira liegt ja in der Europäischen Union und ist leicht von Deutschland aus zu erreichen. Du warst natürlich auch schon mal auf Madeira, sonst könntest du uns heute nicht Rede und Antwort stehen. Ich traue mich nicht zu sagen, ja, ich war schon Madeira. Und nachdem wir jetzt immer fern weggeflogen sind, haben wir gesagt, bleiben wir doch mal in Europa bei dieser Sendung, oder? Für alle, die jetzt sich fragen, Madeira, ist das jetzt Spanisch oder Portugiesisch? Es ist Portugiesisch, dass man mal einordnen kann, wo das Ganze liegt. Ja, es liegt so etwa 950 Kilometer südwestlich von Lissabon und kurz vor der afrikanischen Küste, so 700 Kilometer vor Marokko, dass man das ein bisschen mal weiß, wo das liegt. Also es macht keinen Sinn, sein Spanisch aufzubessern, wenn man da in den Urlaub hinfliegen möchte, aber es gibt viele andere Gründe, warum man unbedingt mal Madeira gesehen haben sollte. Absolut, aber man muss deswegen nicht Portugiesisch sprechen. Da unten ist Englisch eine sehr, sehr gute Sprache, was gesprochen wird, weil die Engländer waren auch natürlich in Madeira. Wo waren denn die Engländer eigentlich noch nicht? Ja. Was muss man denn unbedingt machen, wenn man nach Madeira geht? Man muss wandern in Madeira, man muss die Insel an sich mit den Köstlichkeiten erkunden, das immer wieder beim Essen, Markus, mal. Man muss einfach vergessen, dass man Strandurlaub möchte. Ach so, gibt es da keine Strände? Nein, es gibt eigentlich kaum Strände. Es gibt eher so große Kies- oder Felsenstrände. Mhm. Da ist sehr beschwerlich drüber zum Laufen. Zwei, drei kleine Sandbuchten. Aber es ist wirklich keine Badeinsel. Wie du vorher schon gesagt hast, eine Blumeninsel. Und die blüht das ganze Jahr über. Und deswegen fährt man eigentlich nach Madeira. Man fährt. Ja, Markus, man fliegt. Und das Schöne ist, wenn man nach Madeira geht, in 4,5 Stunden ist man eigentlich schon da. Und für alle einen ganz tollen Tipp, verbindet es mit Lissabon, macht einen Stopp in Lissabon, dass man 3 Stunden, 2 Tage Lissabon anschauen und dann nochmal ein paar Tage nach Madeira mit 1 Stunde 40. Aber wenn ich jetzt nur eine Woche Zeit habe, dann macht ein Direktflug Sinn. Von wo kann ich denn wegfliegen hier in Deutschland nach Madeira? Du kannst wegfliegen hier in München, in Nürnberg und in Stuttgart. Mhm. Und wie gesagt, in 4,5 Stunden bist du ganz gemütlich dann in Funchal. Lande in der Europäischen Union, brauch kein Geld wechseln, kann sofort mit meinem Führerschein in den Mietwagen einsteigen. Oder das ist wahrscheinlich das Verkehrsmittel. Genau, das ist ein sehr, sehr gutes Verkehrsmittel oder die Einheit mit Busse. Und was noch toll ist, du brauchst mit dem Handy keine andere SIM-Karte, weil du bist in der EU und kannst zu deinem normalen Tarif hier telefonieren und WLAN machen. Aber Wanderschuhe einpacken, oder? Ganz, ganz wichtig, von Madeira braucht man Wanderschuhe, weil es gibt den Pico Ruivo, das ist der höchste Berg, ist das. Mhm. Und da gibt es eine super schöne Levada-Wanderung und die muss man unbedingt machen. Die Ardenser, wie die heißen oder sich selber nennen, die machen eins, die behaupten, das ist praktisch der Blick, der Balkon praktisch von Madeira, wenn man da oben ist. Auch das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, du, Markus, das musst du dir vorstellen, du fährst da hoch, das Observatorium, dann laufst du erstmal richtig runter, ganz tolle Stufen, auch unbedingt Taschenlampe mitnehmen, weil läuft man durch einen ausgehöhlten Stein, läuft man da, da ist es ganz dunkel und dann über kleinen Serpentinentreppen hoch und wie gesagt, ein Blick, wenn der Himmel frei ist, da siehst du praktisch bis zur Nachbarinsel rüber, also das ist fantastisch. Baby, beijava-te na boca, tu ias sentir-te amada. Tirava a tua roupa sem tu te sentires usada. Mas a minha vida é outra, tu sabes, sou pirata. Rap e vida louca, pouco tempo em casa. Deixava-te louco, não ias querer mais nada. Dias iam para ser vidas, nem falo das madrugadas. Mas a minha vida é outra, tu sabes, sou pirata. Princesa ou ponta, não é conversa fiada. Podiam ser tantas coisas, tanto na imaginação. Quando fica por viver tanto prazer, além do chão. Falando de mim, se essa tua saia nessas curvas tentação, fica tão bem, não te aproximes se não tens ação.
Tava a ver com boy de climas, então fala what's up, shawty. Yeah, yeah. Agora que vai de teu espaço, podes falar what's up, shawty. Yeah, yeah. É que essa tua saia, né? Essas coroas fica tão bem. Yeah, yeah. Só te virei no teu canto, já tô sozinho e tô tão bem. Yeah, yeah. É que essa tua saia, né? Essas coroas fica tão bem. Yeah, yeah. Tô te virando, tô canto, já tô sozinho e tô tão. Melhor oportunidade, consigo desmontar. São muitos papos, estou a fazer um mamba agilizar-se. Estou-me a sentir um astronauta, eu vou levar-te a mar. Vem comigo, deixo-te marcas porque posso. Para tu não esqueces quem sou. Ela quer conhecer o boss, então vem aqui, vem que eu sou. E essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Tô te vendo no teu canto, eu tô sozinho e tu também. Tava a ver com boy de climas, então fala what's up, shawty. Yeah, yeah. Agora que vai de teu espaço, podes falar what's up, shawty. Yeah, yeah. É que essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Yeah, yeah. Tô te virando no teu canto, hoje eu tô sozinho e tô tão bem. Yeah, yeah. É que essa tua saia nessas coroas fica tão bem. Yeah, yeah. Tô te virando no teu canto, hoje eu tô sozinho e tô tão bem. Heute geht's im Reisewelt 24 Urlaubsmagazin um eine wunderschöne Insel, um eine Insel für Naturliebhaber. Wir sind auf Madeira gelandet mit Andreas Stetter, unserem Reiseprofi heute. Sag mal, wann ist denn die beste Reisezeit für diese Insel? Du, für mich ist Madeira ein Ganzjahresziel, weil wir haben eigentlich immer sehr angenehme Temperaturen. Wir haben im Winter 19, 20 Grad, im Sommer 26 Grad, nicht so heiß. Deswegen würde ich Madeira wirklich das ganze Jahr als Reiseziel empfehlen. Und wir haben ja vorher schon mal über die Größe ein bisschen gesprochen, da wo das liegt. Wenn man überlegt, die Insel ist gerade mal 57 Kilometer lang, 22 Kilometer breit, da denkt man, das ist eine sehr, sehr kleine Insel. Aber was natürlich die Insel ganz schwierig zum Bereisen macht, sind praktisch die Höhenunterschiede bis 1862 Meter die Berge hoch. Und das macht die Fahrtstrecken natürlich dadurch länger. Ja, wir haben vorhin schon gehört, die Strandmatte kann zu Hause bleiben, denn Madeira ist keine Badeinsel. Dafür gibt es andere schöne Sachen zu entdecken, zum Beispiel die Inselhauptstadt Funchal. Ja, du, Funchal ist eine wunderschöne Stadt und die muss auf jeden Programmpunkt mindestens eine Nacht, wenn sogar zwei Nächte drin sein. Und wenn man es irgendwie einplanen kann, sollte man das Wochenende mit einplanen. Da gibt es einen wunderschönen Wochenmarkt. So ein Bauernmarkt ist das. Geht allerdings nur, sollte man vormittags gehen, bis 14 Uhr. Danach ist nämlich dann eigentlich alles schon wieder abgebaut. Und in die Fischhalle sollte man am Wochenende gehen. Da gibt es einen Tiefseefisch. Das ist so der Espada, der schwarze Degenfisch. Der wird aus dem Tiefsee aus 1000 Meter gefischt und ist eine Landesspezialität, die mit Bananen serviert wird. Also das ist wieder, ja, Markus, zum Essen eingedicht. Hast du auch schon mal probiert? Ja, ich habe auch probiert, selbstverständlich. Das gehört zu Madeira wie das Fleisch auf Lorbeerspießen. Das ist dann sozusagen die Inselspezialität. Genau, dieses Fleisch auf Lorbeerspieß, das ist eigentlich die Inselspezialität. Aber da der Lorbeerwald ja geschützt ist, gibt es ihn nicht mehr so oft leider. Gibt es auch ein Nationalgetränk? Also Sangria ist es bestimmt nicht. Nein, es ist nicht Sangria, es ist der Poncha. Ist etwas, ein Drittel ist das Zuckerrohrschnaps und der Rest ist dann praktisch Honiger Zitronensaft. Das ist traditionelle Anreichung des Getränkes. Aber heute gibt es ihn natürlich schon mit anderen Getränken, Fruchtsäften wie Apfelsaft und Maracuja-Saft dazu. Ja, und was man unbedingt, wenn man im November und Dezember da ist, dann sollte man die Maronis probieren, weil die werden nämlich auf Feuer geröstet und mit Meerwasser, also Salzwasser, dann abgelöscht. Also eine absolute Delikatesse. Das sind dann Kastanien. Ja, genau, essbare Kastanien sind das, die es bei uns oft ja auf den Weihnachtsmärkten auch gibt. Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver campeonato lá em Saquarema. Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. A mina chegou gigante, cheia dos esquemas. Um moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria amor, ela só tinha pena. Só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Essa menina solta, essa menina solta.
Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta vai ter que superar. Saquarema tava quente e ela toda fria, falando que ia pra festa que ela nem ia. Mesmo levando perdido ele não desistia. Caraca, meu irmão. Apegado nos momentos que tiveram um dia, sem noção da situação que ele se metia. Todos entenderam o game que ela fazia. Vai menina. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Essa menina solta. Essa menina solta. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Ele vai ter que superar. Vai ter que superar. Menina solta. Radio Schwaben am Sonntagvormittag. Wie immer um diese Zeit gibt es das Reisewelt 24 Urlaubsmagazin. Heute sind wir mit Andrea Stetter auf Madeira unterwegs, einer wunderschönen Insel. Wir haben es vorhin schon gehört, für alle, die jetzt erst einschalten. Wir waren auf dem Wochenmarkt, was es da Tolles zu kaufen gibt und in der Fischhalle. Ja, Markus, nachdem wir jetzt richtig gut gestärkt sind, fahren wir mit der Seilbahn hoch nach Monte. Und zwar mitten in der Stadt geht eine Seilbahn hoch, 3,2 Kilometer lang. Und warum sollte man da hochfahren? Weil oben die tollen Gärten sind, wo man sich dann die Blumenpracht anschauen kann. Und einer der bekanntesten Gärten, die man da oben sehen kann, das ist vom ehemaligen Monte Hotel, der öffentliche Park oder Garten mit richtig schönen Kunstwerken und Pflanzen aus der ganzen Welt. Ein ganz kleiner Tipp von mir, schaut euch den japanischen Teil an, der ist einmalig. Wie ist die Aussicht von da oben? Die Aussicht ist wunderschön und was man da ganz besonders sieht, ist, dass Madeira sternförmig angelegt ist. Und wenn du dich jetzt fragst, wie wir jetzt runterkommen mit der Seilbahn, dann muss ich dich enttäuschen. Das wäre langweilig, auf dem gleichen Weg wieder zurückzugehen, weil nämlich in Madeira hat eine andere Attraktion noch, das sind die Korbschlittenfahrten. Ja. Hast du die schon mal gesehen? Nein, erzähl. Also das ist praktisch die Korbschlitten, das ist eine alte Tradition, wo früher sich die Reichen, weil oben haben früher die Briten gewohnt, weil es da immer im Sommer richtig schön kühl war und die waren im Endeffekt zu faul, muss man schlichtweg sagen, den Weg rauf und runter zu laufen. Gibt es Korbschlitten, die auf der Straße sind, so 4 Kilometer, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit fährt man dann durch enge Gassen rechts und links runter. Oft muss man mal Juhu und Ach und Hilfe schreien, weil es einfach so eng ist, aber ist immer zwei in einem Schlitten und hinten zwei, die ihn lenken, ist ein absolutes Highlight. Das sollte man machen. Das wäre also gut, vor Reiseantritt eine Lebensversicherung abzuschließen. Nö, die können das, glaub mir das. Und ich habe letztens mit einem geredet und sagte, weißt du, was das Tolle ist? Früher musste man die wieder rauftragen, heute lass uns im LKW wieder rauffahren. Bist du auch schon mal runtergefahren? Ja, selbstverständlich. Und für jeden Tipp, weil man mal wissen will, was es kostet ungefähr, das ist gar nicht so teuer für zwei Personen, also pro Schlitten etwa 30 Euro muss man rechnen. Wie lange dauert das? Ja, für 2 Kilometer ist eine Fahrt etwa von 10 bis 15 Minuten. Ah, das geht ja eigentlich. Was macht man denn, wenn man unten lebendig wieder ankommt? Tja, dann überlegt man sich, ob man nicht mit der Fähre rüber nach Porto Santo fährt, da wo es Sandstrände gibt, oder was man auch abends, wenn es schon Abend ist, man könnte mal ins Casino gehen. Es gibt ein tolles Casino vor Ort. Also gerade unten am Hafen ist es auch richtig schön zum Bummeln. Gibt es kleine lokale Cafés, wo man sich hinsetzen kann und auch den Sonnenuntergang noch genießen kann. Ja, ist es dann auch so wie zum Beispiel auf den Kanaren Playa de las Americas auf Teneriffa, dass es da auch ein großes Angebot an Nightlife gibt oder ist es jetzt eher eine ruhige Insel? Ja, es ist eher eine ruhige Insel. Es gibt zwar schon den ein oder anderen Nachtclub, aber jetzt nicht mit Playa de Ingles zu vergleichen. Ja, ich weiß, Andreas, du brennst schon drauf, Gran Canaria in einer der nächsten Sendungen vorzustellen. Aber heute sind wir noch auf Madeira und natürlich müssen wir auch Musik spielen aus Portugal. Das gibt es jetzt hier bei Radio Schwab. Juro não pedi pra estar apaixonado por ela. Até parece novela.
olha só o destino que já disse. Deixa de ser cínico, você para mim era o único. Mas com tantas na via, amigo, tu não podias. Cota, essas coisas do coração a gente não manda. De verdade peço perdão, mas a vida anda. Isso é falta de consideração e respeito. Magoaste o meu coração e a nossa amizade. Só quero saber se quando ia lá em casa, chamavas os meus filhos de sobrinho. Já olhavas a minha mulher. Eu nunca vi além daquilo que ela era. Uma grande dona de casa. Nem sei como é que aconteceu, mas me apaixonei. Sei que eu não. A gente não manda. De verdade peço perdão, mas a vida anda. Isso é falta de consideração e respeito. Magoaste o meu coração e a nossa amizade. Só quero saber se quando ia lá em casa, chamavas os meus filhos de sobrinho. Já olhavas a minha mulher. Des Schwabens liebste Beschäftigung ist das Reisen. Heute geht es im Reisewelt 24 Urlaubsmagazin um eine schöne Insel, um die Blumeninsel Madeira. Wir sind schon fast am Ende angelangt, lieber Andreas. Aber es gibt natürlich noch viele Dinge, die du berichten kannst. Du warst selber schon mal auf der Insel, wahrscheinlich sogar mehrmals. Ja, natürlich mehrmals, aber oft auch mal bloß 2 Tage, wenn ich mit dem Kreuzfahrtschiff gestoppt bin. Aber Madeira muss man öfters bereisen, weil es einfach so schön ist. Du hast nicht mit deiner Yacht angelegt? Nein, ich arbeite im Reisebüro oder habe 2 Reisebüros, aber dazu lang Zeit noch nicht. Ja, aber es gibt viele, die von Amerika rüberfahren mit der Yacht und dann in Madeira anlegen. Also Madeira ist eigentlich der erste Anlaufhafen, wenn man nach Amerika segelt mit der Yacht oder zurückkommt. Und da gibt es am Hafen eine ganz tolle Kaimauer, die muss man sich anschauen, weil jeder Segler wird malt da praktisch sein Logo auf, diese Mauer, und das soll Glück bringen. Oh, guter Tipp, also müsst ihr euch merken. Was gibt es noch für Highlights auf Madeira? Ja, in Madeira gibt es was in Amerika auch gibt, einen Skywalk, ja. Faro des Pares ist es, und da gibt es dann einen Steilaufzug an den hängenden Gärten, der geht 250 Meter runter. Da kommst du nur mit diesem Aufzug hin, das ist komplett abgeschnitten, gibt es auch ein paar kleine Restaurants und ein paar kleine Hotels, also ist ganz was Schnuckeliges. Ein schöner Erlebnisausflug. Unbedingt zu empfehlen für dich. Ja. Madeira ist ja auch so eine Familieninsel, auch das für Familien geeignet? Ja, auch sehr, sehr gut für Familien. Man sollte halt ein bisschen schwindelfrei sein, wie in ganz Madeira, wenn man Aktivitäten macht, weil es geht oft sehr steil runter. Ja, und dann würde ich unbedingt nochmal die traditionellen Bauernhäuser in Santana anschauen.
Die hat jeder schon mal gesehen. Das sind so Spitzhäuser, wie Dreiecke schauen die aus. Fast so wie bei den Trollen. Und da ist damit Stroh das Ganze bedeckt. Also das. Und da kann ich einfach reingehen oder muss ich mich da anmelden? Wie ist denn das? Ja, das ist ein kleines Museumsdorf, kann man das praktisch bezeichnen. Da zahlt man einen kleinen Eintritt. Ich glaube, 2 Euro sind es mittlerweile. Und dann kann man da in ihn reinschauen. Das ist ganz interessant eigentlich. Madeira ist ja eine Vulkaninsel. Lebt er noch? Ja, der Vulkan ist nur aktiv, aber eigentlich nicht so aktiv, dass man Gefährdung hat. Und dem Vulkan ist eigentlich zu danken, dass die Insel so schön ist, weil diese Vulkansteine sammeln ja auch Wasser. Und dem haben wir zu verdanken, dass wir den tollen Lorbeerwald haben, der praktisch 20% der Insel bedeckt und seit 1990 auch unter Weltnaturerbe der UNESCO steht. Wir haben heute in dieser schönen Sendung wahnsinnig viel über Madeira erfahren, aber bei weitem nicht alles. Ja, Markus, wir müssen mal 2 Stunden aus der Sendung, glaube ich, machen. Das glaube ich auch. Oder wir schicken einfach unsere Hörer zu dir in die Reisebüros. Wo gibt's sie denn überall? Ja, du, in Schwabmünchen angefangen, wo wir heute wieder sitzen, bis über Meitingen, Gersthofen, Donauwörth und Günzburg. Und wer ins Allgäu geht, nach Mindelheim natürlich. Genau, und wer lauffaul ist, der darf auch bei der Webseite vorbeigucken, www.reisewelt24.com. Andreas, ich bin schon gespannt auf die nächste Sendung, was du uns da dann für ein schönes Land mitbringen wirst. Du, Markus, ich würde Überraschung mitbringen. Lass dich doch bitte überraschen, oder? Das ist schön, Überraschungen liebe ich. Bis nächsten Sonntag von 11 bis 12 hier auf Radio Schwaben, das Reisewelt 24 Urlaubsmagazin mit Andreas Stetter. Tschüss zusammen. Und Markus Gilk. Tschüss. Menos do que tudo, sempre, meu amor. Se no céu também és feliz, leva-me, eu cuido sempre ao teu redor. São as flores. Jardim.